Wir haben den Gelände-Safari-Horror jetzt endlich überstanden. So geht's weiter mit Jurassic Classic. Erneuern Sie den Dinosaurierbestand auf der Isla Nublar, dem ursprünglichen Jurassic Park. Man bekommt also ziemlich leichte Ziele. Züchten Sie das, bauen Sie einen schönen Park. Ohne großes Bimborium. Und wir sehen wieder Bäume. So schöne Bäume. Und ein Bächlein, ein Rinnsal, zieht sich über die Insel. Und unser John sagt uns, in dieser Mission erstellen Sie den klassischen Park auf der Isla Nublar. Sie müssen dort einige Exemplare der folgenden Dinosaurierarten ausstellen. Brachiosaurus, Gallimimus, Velociraptor, Tyrannosaurus und Dilophosaurus, unseren alten kleinen Freund. Und hier nochmal in Listenform. Und natürlich eine Safari-Tour, aber ohne 70% Authentizität. Es sei Ihnen gedankt. Das war schon das ganze Briefing. Ja, dann machen wir die klassischen Schritte. Erstmal... Boah, ich will gleich einen T-Rex haben, deswegen hau ich da sofort unser Team hin. Schön, Sie zu sehen. Wir erforschen wie üblich sämtliche Krankheiten. Ist natürlich am Anfang immer ein bisschen lahm und nach Schema F. Aber so muss Können das nun mal sich sein. Darum kümmern, während ich mir etwas zu trinken hole? Klammern. Wir bauen einfach hier mal lustig unseren Parkeingang hin, an dem wir uns orientieren werden. Jawolski. Sehen wir zu, dass wir schon mal einen Zaun kriegen. Irgendwelche Saurierarten müssen wir züchten. Am besten... Ja, ich möchte hier gerne ein kleineres Gehege für ein paar Fleischfresser machen. So. Brutstation, 6000 Tacken das Stück. Hallo. Hauen wir hier rein und die Lophosaurier können wir gleich zum Anfang züchten. Im Gegensatz zu allem anderen machen wir drei Stück. Soll reichen. Eine kleine Spanneröffnung wieder für all unsere Besucher. Hallo. Die dann auch schön was zu glotzen haben. Und damit der Dilophosaurus nicht hier von Ast fällt, nicht verhungern muss. Schön, Sie zu sehen. Ja, Ziege soll reichen. Etwas zum Phrasen. Okay, machen wir so ein bisschen Verschönerung hier. Ich hätte das gerne so, dann kann man da eventuell so einen Brunnen bauen. War im Übrigen auch der Sinn beim anderen, bei der Safari. Da ist er wieder, den kennen wir schon. Anfangs nicht aggressiv und später findet er wieder alles scheiße. Okay, was brauchen die Besucher? Wir bauen mal hier... Ja, wollen wir so einen zentralen Weg hier einmal so längs hier so. Zip. Und daran orientieren wir uns dann. Also, sprich... Hier wird zum Mupfeln. Hier ein Gebäude zum Abseilen. Danke, dass Sie vorbeikommen. Ja, ne? Wieder so ein Hotdog mit Curry, mit Pommes. Mit Pommes. Boah, Salat mit Salat. Als Beilage. Wie geht's Ihnen heute? Definitiv. Öffnen wir gleich mal den Park. Ziehen ein bisschen das Geld hoch. Bisschen darf man ja schon Meine mal verdienen. Meine Damen und Herren, es ist mir eine große Freude, das neueste Wunder der modernen Welt, den Jurassic Park, offiziell zu eröffnen. Ja, geil, ne? Hauen wir hier unseren Ranger hin. Von Dr. Grant. Schon mal einen sinnlosen Weg rum, weswegen auch immer. Und der Grant ist wieder am Regeln. Ja, ich möchte jetzt aber keinen Flug machen. Lieferung ist mir auch Banane. Aber wir können ja schon mal ein Team erstellen, darum geht's ja. 5000, 10.000. Gut und günstig. Wie geht's Ihnen heute? Und jetzt sollten bald auch die ersten Besucher eintrudeln. Na, ich höre doch für diese Vögel. Da. Süß. Näher rankommen. Nein! Komme ich nicht. Okay. Ein Türmchen. So. Lass ich mal hier, ne? Hat man was zu gucken? Bisschen was zum Ausruhen. Da. Da. Müll. Von Dr. Da. Hier. Oh. Willkommen. Na mal gut, wir kriegen Nachschub. Styracosaurus. Ich halte mich jetzt wirklich an der Liste. Das andere verkaufe ich. Styracosaurus steht nicht auf der Liste. Wie lauten Ihre Anweisungen? Also heißt das, wir kriegen Geld.
So. Reine Macht, Leute, ist ein Muss. Darum. Ja. Kommen Sie hier mal mit dazu. Und dann passt das. Was liegt an? Gut. Drei Leute sollten am Anfang eigentlich genügen. Ah, schön. Und die ersten drei kleinen Besucher gucken sich mal unseren kleinen Park an, den wir jetzt mit der Zeit hochziehen werden. Danke, dass Sie vorbeikommen. Ja, null Fans sagen ganz nett, null Freaks sagen zufriedenstellend. Ha, Spaßfans. Ich bin auch so ein Spaßfan. Sind Sie Fan von Spaß? Was ein Scheiß eigentlich, und oder? Willkommen. Jo, dann. Wir haben nicht genug Geld, um irgendwas hochzuziehen. Es wird langsam. Auch wieder Kacke. Aber was soll's. Was kann man denn mal so erzählen? Heute war Hamburg-Marathon, habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich habe letztes Jahr mal in Hamburg gewohnt für ja, eigentlich ein ganzes Jahr. Habe ich ja schon mal erzählt in einem anderen Video. Aber weiß nicht, ich war auch dann nicht da. Obwohl ich eigentlich gerne laufen mag, aber dabei zugucken, weiß nicht. Wenn denn selbst. So meine Idee. Boah, ist dringende Nachricht von Dr. Wu. Ja, ist ja okay, ist ja okay. Am Anfang hat man echt wenig zu tun, finde ich. Da geht es echt erstmal darum, dass man... Oh, Stufe 1 Zaun ist ja ein bisschen schwach. Da geht es echt darum, dass man erstmal so Infrastruktur kriegt, ein bisschen das hochzieht. Und dann nachher kommt auch mehr Geld rein. Kann man auch wesentlich mehr machen. Was sollen wir denn tun? Was haben wir denn so schon für DNA? Nur die Dilophosaurus? Ist ja gar nichts. Das ist ja so der Tropfen auf dem heißen Stein, wie man so schön sagt. Und er hier, haben die eigentlich auch Namen selber? Ja, ne? Schutze. Woher der kommt? Nö. Anfänger, hör mal in Bewegung, ich habe nicht sehr viel zu tun. Same, same. Na, dann Mann zu. Was liegt an? Jo. Nochmal gucken. Ich würde mal sagen, wir machen ein großes Gehege für diese beiden. Sperren die praktisch zusammen, nachher, wenn wir sie denn haben. Und ja, die Raptoren und Tyrannosaurus natürlich einzeln, wäre nicht total wahnsinnig. Ich sag dann mal, dass wir, kann ja schon mal den nächsten Zaun so andeuten. Dann würde ich hier mal am liebsten die Pflanzenfresser rein quetschen, oder? Ja, ne? So? Am besten groß genug, dass er nachher auch eine Safari-Tour da durchfegen kann. Krieg ich jetzt mal Geld oder was? Hallo? 1000? Ja, 1500. Ah, das ist doch ein Scheiß, damit kann doch nichts anfangen. Gnäsam. Shit. Wird Zeit, dass sich hier was tut. Vier Dilophosaurier. Schön, Sie wiederzusehen. Tut mir leid. Nein! Aber das können Sie sich nicht leisten. Stimmt ja. Shit. Was mache ich jetzt? Neue Nachricht. Wieso finden die nur Styracosaurus-Dinger? Ey, das ist was... Nee, ist okay so. Hier kriegen wir die Velociraptoren her. Da T-Rex und da Brachiosaurus. Na, Brachiosaurus, Dilophosaurus. Und hier den richtig fetten T-Rex. Na. Der soll es also sein heute. Na, na, oh. Guck an, ich komme bis da hinten hin. Ich wonne. Schön, Sie wiederzusehen. Weil Eri mir zuteil wird und er sitzt hier einfach nur so rum und chillt. Nachricht und von Dr. Grant. Ja, ne? Geiler Job, da war da wieder das Menü. Ätzend. Wie lauten Ihre Anweisungen? Was sagen die Leute eigentlich? Willkommen im Team, wir sind gespannt auf das, was Sie alles erreichen werden. Das sagen sie und irgendwie hallo. Immer. Hä? Gewinn? Nix? Wieso das denn nicht? Noch niemand drauf gewesen? Doch sie jetzt. Ja. Die Lauren. Fährt mit dem Fahrstuhl nach oben. Hey! Oh, da ist sie weg. Sie muss wohl mit den Vögeln verwandt sein. Hm, das war ja kurios. Hallo.
Geil. So, zurück zum Ernst. Was soll ich jetzt machen? Dass Sie sich um alles kümmern. Ich habe kein Geld, ich brauche Geld. Könnt ihr mal antanzen hier? Geld, Geld, Geld. Willkommen. 20 Tage bis zum Turm ist natürlich auch happig, ne? Okay. Die ganzen Ziegen, die hier in Panik wegfetzen. Ja, was soll man denn nun machen, verdammt? Das ist doch richtig blöde. So richtig, richtig blöde. Ich kann ja nicht mal hier, ne? Die kriegen ja auch nichts auf Kette. Wird Zeit, dass ich ein paar Sterne kriege. Ich will auch nur diese Übung regeln. Ich glaub, ach nee, konnte ich mir ja nicht leisten. Velociraptor, Tyrannosaurus. Oh, freue mich drauf, die mag ich eigentlich immer ganz gerne. Hey. Drei. Grüezi. Von Dr. Grant. Aus South Carolina. Was sollen wir jetzt tun? Bernstein. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob ich das machen soll. Moment, gefunden wo? Kann man so ein bisschen abwägen. Hier, ne? Ne, da oben. Stimmt, ne, dann ist das gut. Aber dann krieg ich wahrscheinlich Tyrannosaurus-Dinger oder sowas. Oder Triceratops, die will ich ja gar nicht. Nö, ist mir zu risky. Ich verkaufe den Scheiß und hole mir dafür, was ich auf jeden Fall haben will. Und zwar T-Rex. Kurito brauche ich alles nicht. Gallimimus. Schwierig, schwierig. Nee, ist noch zu früh. Ich baue erstmal das Gehege fertig hier. DNA bringt mir ja noch nicht viel. Mal so. Ne? Und dann sollen die Leute wieder was zum Specken haben. So. Mal wegen. Kann ich hier einen Turm hinbauen? Na, nee, kann ich doch nicht. Das ist ja toll. Baue ich den Zaun hier mal ein bisschen enger. Bin ich ja kompromisslos, ne? Ah! Zack. Krass, dass man die ganzen Tastenkombinationen so noch weiß. Nach so vielen Jahren. Das brennt sich so ein. Wünsche, das wäre mit Englischvokabeln so oder so. Obwohl, ach, stört auch nicht. Kuritosaurus brauche ich nicht. Schön, Sie wiederzusehen. Okay. Schon mal ein bisschen mehr gebaut. Dann hier noch so raushauen. Ich möchte hier eigentlich so einen Dreierplatz so. Oh, da kann man noch was hinbauen. Oder? Ja, mache ich einfach so. Willkommen. Aber die Bäume nerven natürlich wieder. Wer will schon irgendwo rausgucken und direkt so einen Baum vor der Nase haben? Und er frisst. Nachricht von Dr. Grant. Die anderen beiden pirschen umher und freuen sich. Schön, wenn es denen gut geht, dann geht es mir auch gut. Was sollen wir jetzt tun? Opalhaufen. Den soll der verkaufen natürlich. Was ist sonst? Aufessen? Oder wie? Können an die Wand klatschen. Na, wo kommt er? Ich höre ihn. Ah, da. Der Ingenkopter. Da ist er. Und sie denkt gerade daran, aufs Klo zu gehen. Na dann, mal zu. Magical Birds, weg. Jo. Ne? Willkommen. Ohne DNA ist es irgendwie witzlos. Dann nehme ich mal Gallimimus, ne? Pass mal auf. Wir ziehen die jetzt hier ab. Hauen die jetzt hier mal rauf. Wir brauchen nämlich hier Velociraptor und, Gallimimus. Also zwei. Womit ich würde gerne Gallimimus hier gleich mal reinklotschen. Wenn ich doch schon den Raptor kriege, dann kann ich hier so ein Velociraptor und Dings bauen. Und gleich hier so ein riesen T-Rex-Gehege. Ja. Okay. Toll. Wie gesagt, Prioritäten erstmal Impfstoffe. Krieg ich bei meinem halben Stern hier. Ich will einen halben Stern haben. Krieg ich das Eintrittsgeld ein bisschen hochziehen. Ist das hier Kacke?
Wieso das denn? Machen die das hier synchron? Wieso das denn? Es sind noch viel zu viele Ziegen hier. So viel können die auch gar nicht fressen. Zu sehen. Na, ich lasse es trotzdem auf automatisch. Ich vergesse mich sowieso, dann verhungern die. Ich kenne mich. Ich hatte mal Goldfisch. Ach, lassen wir das. Nein, macht Spaß. Sie wieder zu sehen. Ich hatte in der Tat mal Fische. Zwei Aquarien. Richtig voll bis oben hin. War auch ganz geil. Eigentlich. War nachts ein bisschen laut mit dem Filter und so, aber... So etwa. Aber gut. Ja, So. Hammond, wie sieht's aus? Rückst du mal ein Sternchen raus? Wäre ganz cool. Was ist das denn hier eigentlich? Das ist eine Reflexion... Achso, das ist eine Reflexion von den Beinen. Hä? Hat. Was? Er geht schon wieder? Wieso geht er? Der Kurt. Der hat bestimmt noch gar nichts gesehen. Oh, ich wusste es. Ja, dann war er halt an den falschen Orten. Nee. Kann mich doch nicht um Eis kümmern hier. Der geht auch, oder was?